Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider. Wieder zurück am Strand habe ich mir überlegt, ob ich nicht ein paar Dinge nochmal erledigen sollte, da wir auch hier noch nicht alles abgeklappert haben und bevor es dann halt weitergeht, dass ich mich darum mal kümmere. Aber ich kann ja auch mal mit den Leuten reden, denn das habe ich auch nicht mit allen gemacht. Und? Hast du, was du brauchst? Ja, sobald dieses Teil repariert ist, müssen wir nur noch die Ventile reinigen. Bleibst du hier? Nein. Ich sehe mir die alte Basis in den Klippen an. Dann solltest du gehen. Wir werden nicht auf dich warten, Lara. Ich habe keine Zeit zum Reden. Muss mich um dieses Teil hier kümmern. Okay, ist ja gut. Was ist mit Sam? Redet die mit mir oder schläft die? Ich glaube, die schläft. Ganz süß irgendwie, wie sie auf dem Boden liegt. Was mit ihm? Sam hat viel durchgemacht. Deshalb passe ich etwas auf sie auf. Sie muss etwas schlafen. Viel Glück bei der alten Basis, Lara. Ich wünschte, ich könnte mitkommen. Wer weiß, welche Geheimnisse du entdeckst. Mhm. Wir sollten besser nicht reden. Wir sollten besser nicht reden. Vielleicht sollten wir beide uns erst recht unterhalten, aber okay. Gut. Ah, noch ein Dokument oder so? Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn es hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Ja, aber ob das halt überhaupt was bringt? Ich meine, sie hatte ja recht mit dem, dass hier was Besonderes auf der Insel ist. Naja. Race über Lara. Race hatte recht. Ich war naiv und Menschen wurden verletzt. Ich werde dafür sorgen, dass sie wieder nach Hause kommen. Ja, mein Gott. Aber hier war ja auch was. Und sie hat ja, gut, ist ein bisschen natürlich auch mit ins Verderben gestürzt. Aber mal abgesehen davon ist es ja tatsächlich eine wahnsinnig interessante Reise gewesen. Und die haben ja auch echt hier was zu entdecken. Also es ist ja auch alles total sonderbar hier auf der Insel, von daher, ja, naja. Ah, ein Geo. Vielleicht muss ich da auch nochmal rüber. Genau, was habe ich hier denn noch übersehen? Da rechts muss ich noch was haben. Wie komme ich hier durch diese Tür? Wie mache ich das? Das vielleicht mit einer Granate? Oder wie? Ich glaube nicht, oder? Ist doch jetzt nicht aufgegangen, oder? Ach so, und mit ihrem Ding wieder. Ja, manchmal, man muss es halt, ich vergesse mal, dass ich die einfach einhaken muss. Und dann klappt das schon von alleine so ungefähr. Also mit Zudrücken, aber ich warte immer auf so ein Zeichen oder so. Was ja Quatsch ist. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Pania, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Pania. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Jonah, Erkenntnis der Wahrheit. Jonah hat wahrscheinlich als erster von uns daran geglaubt, dass diese Insel verflucht ist. Ich muss einen Weg finden, sie alle von hier wegzubringen. Wir haben jetzt 7 von 7 Dokumenten gefunden von der Crew der Endurance. Das finde ich super.
Allerdings fehlt mir, wie gesagt, noch an anderen Stellen einiges. Und die Frage bleibt halt immer noch, soll ich das jetzt mal machen? Oder, denn wir haben die schnelle Reise nicht benutzt. Also das kann man natürlich überspringen, wenn man es schnell machen will. Dann könnten wir jetzt dem roten Faden weiter folgen. Auf der anderen Seite muss ich ja nicht zwingend einen ganzen Part hinten dran hängen. Habe ich so gedacht. Aber, ja. Ich meine, hier soll ich, glaube ich, als nächstes hoch. Nee, das ist ja wieder ein Feuerfall. Hallo? So. Jetzt ist die Tür offen. Ich will hier aber eigentlich noch gar nicht hin. Nee, das will ich noch nicht. Wenn wir hier jetzt alles abgegrast haben, haben wir aber gar nicht. Es gibt hier immer noch genug zu holen. Das ist ein Geo. Die Dokumente interessieren mich aber eigentlich mehr. Wo muss ich denn da hin? Das finde ich dann da oben, oder was? Aha. Ja, es ist so eine Sache. Gut, gehe ich mal ein bisschen ein Stückchen weiter. Was soll's? Wenn wir schon mal hier sind. So, das Ding kommt jetzt runter. Ja, okay. Sturmjägerin, klettern Sie zur Forschungsbasis hinauf. Ja, bleibt uns ja wohl nichts anderes übrig. So, nu, wie komme ich hoch? Ach. Klettern natürlich, wurde ja auch gesagt. Dann klettern wir mal. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Lager. Also wie gesagt, schnelle Reise lässt sich machen. Mit halt den Jagern betreten sie die Forschungsbasis. Ach, da sind wir schon. Ging ja flott. Sind hier wieder Gegner? Keine Ahnung. Ja, ich weiß, ich soll es betreten. Ich hab's kapiert. Okay. War hier nicht noch ein Dokument? Ach, das ist da hinten. Okay. Und da geht's dann auch noch mal lang. Aha, na gut. Solange wir klettern können. Und wir können. Die Musik ist schon wieder so unheilvoll. Dann geh mal hoch. Und ich hier wieder mit einer neuen Session am Aufnehmen. Das läuft ja dann immer so lala. Ich muss mich immer erstmal einspielen. Geh ich mal erstmal hier rum. Guck mal, was hier noch so ist. Ah, das wollte ich nämlich haben. Völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügeln und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung. Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig. Oh mein Gott, Whitman, meine große Entdeckung. Whitman hat seinen Verstand verloren. Seine Besessenheit von Ruhm und Reichtum hat ihn voll und ganz vereinnahmt. Ich glaube auch. Ja, das könnte schon gut sein. Je mehr wir von diesen Dokumenten finden, desto mehr wird es wahrscheinlich auch klarer werden. Ja. Und
ein Geo gefunden in der Ecke, versteckt. Es war auch so verlockend, da lang zu gehen. So, geh mal hier rüber. Und dann springst du da rüber. Dann klettern wir hier einmal rum. Hoffentlich sind da oben keine, die mich sehen, aber wahrscheinlich nicht. Immer wieder muss sie in die Höhe, die Arme. Okay. So. Ich sehe schon, ich soll das jetzt hier irgendwie lang holen oder so. Mhm. Ja, dann komm mal her. Und jetzt den. Alles klar, hoffentlich, genau, bockt der nicht den anderen weg. Oh. Ob der andere auch abgestürzt ist, weiß ich gerade nicht. Dreh mich mal um. Nö, der eine hängt noch, okay. Was mache ich jetzt? Mich hier einfach runterfallen lassen, oder? Oder wie? Ich habe ein bisschen Angst, aber ich glaube schon. Cool. Okay, hier ist Munition. Das bedeutet wieder nichts Gutes. Super, das klappt bisher ganz gut. Das nehme ich natürlich auch noch mit. Da sind wieder Leute, war klar. War klar. Und die Frage ist... Eins. Zwei sind auf... Also mindestens zwei. Könnte auch sein, dass da drei oder vier sind. Ich kann das von hier aus nicht sehen. Ich könnte hier hoch... Okay. Ich glaube, der sieht mich nicht so schnell. Dann kriege ich den auch hin. Das war doch ganz gut. Waren das alle? Denn es könnte sein, dass da oben noch mehr sind, die mich sehen. Aha, okay. Wo liegt denn der andere? Ist der runtergefallen oder was? Hä? Ist die Leiche runtergeknallt und ich hab's irgendwie... Oh, nervig. Ich glaub schon... War es mal wieder für mich. Habe ich wieder toll hingekriegt. Ja, der wird wohl hier runtergeknallt sein. Was mich wieder voll ärgert. Weil das wieder meine Erfahrungspunkte sind, die flöten gehen. Na gut. Geh mal weg hier, genau. Ich glaube, ich muss das da ranhauen. Damit ich hier runter kann. Sieht schon cool aus, wie sie klettern kann. Und die wird das auch schaffen. Wenn die so gut hier vorankommt, das kleine Kletteräffchen, ne?
dann wird die das auch weiter schaffen. Aha. Was ist denn hier in der Ecke? Kann man da irgendwie hin, oder? Also ich werde jetzt hier nicht rumspringen, weil das sieht nicht so aus, aber... Schatzkarte. Nee, die kann ich leider noch nicht benutzen, aber ist hier irgendwie ein Grab in der Nähe oder so? Naja. Das habe ich auch schon mal frei gemacht. Und jetzt komme ich da nicht her. Wie komme ich da jetzt hin? Bin ich doof? Ist das jetzt ein anderes Seil? Ich glaube schon nicht. Ja, nein, weiß nicht. Wenn ich da jetzt wieder... Nee, da war ich doch noch nicht, oder? Uah. Nee. Ach Mensch, war ich hier doch schon, oder nicht? Das ist doch das Seil, was ich gelegt habe. Muss ich den Weg ja jetzt wieder zurück? Hä, aber wie kommt man dann zu der Leiter? Ich weiß es noch nicht. Muss ich halt nochmal den Weg klettern. Das war jetzt ein bisschen... Ich wollte ja auch eigentlich nicht runter. Ich will ja hoch. Aber ich habe da gerade nichts gesehen. Macht ja nichts. Dann muss es doch irgendwo anders noch einen Weg geben. Vielleicht ja doch da... Aber da kann sie nicht hochspringen, dann knallt die mir hier voll runter. Ja, dann springe ich da jetzt hin. Was soll ich denn sonst machen? Ach, das schafft sie sogar. Ich habe die ganze Zeit gedacht, sie schafft das nicht, weil es zu weit weg ist. Aber das ist halt auch immer, wenn es sein soll, geht's auch, ne? Wenn das der Weg ist. Wenn es nicht richtig ist, wäre man da auch runtergeknallt. Das ist einfach so. Da wurde eine Strichliste gemacht. Hier haben wir wieder dieses Ding. Aha. Sie guckt es sich auch an. Das kennen wir ja schon so. Tja. Dann hier weiter oder wie? Entdecken Sie das alte Grab. Ja, aber das alte Grab, hatten wir das nicht schon? Bin ich jetzt woanders? Ach, ich bin woanders. Dann gehe ich jetzt hier mal runter und dann entdecken wir mal das alte Grab. Wenn wir können, dann können wir, oder auch nicht? Doch, wir können. Alles klar. Ein Geo. Nehmen wir mit. Sehr schön. Hier dann hoch. Anscheinend schon. Könnte auch da lang, aber wollen wir ja gar nicht. Interessant. Daran erinnere ich mich gerade irgendwie gar nicht mehr hier, an dieses Grab. Ist auf jeden Fall cool. Wie immer halt. Wenn ich es sehe, dann erinnere ich mich schon wieder, bestimmt. Ach, das ist so toll. So realistisch alles irgendwie gemacht. Man kann sich da so gut reinfühlen irgendwie in dieses Spiel. Macht auch echt Spaß. Oh Gott. So viele Leichen. Leiser jetzt. Die Oni sind hier. Oh mein Gott. Die habe ich ja gar nicht entdeckt. Den Spind kannst du doch bestimmt noch aufmachen, oder? Nee? Kommt der auch wieder oder läuft er mal hier lang? Ich höre da doch jemanden latschen. Ist der hier links um die Ecke oder... Oh Mann, oh, ich hasse das. Mach den Spind auf. Da habe ich mehr von. Menno. Ich
will da nicht raus. So. Wieder eine zweite Deckung gefunden, wenigstens. Okay. Was mache ich jetzt? Da steht keiner. Also gehe ich einfach zum Lager. Das geht nicht, weil da irgendwelche Leute sind. Dann geht das nicht. Warum kommt denn da keiner raus? Oh, die machen es mir aber auch gerade schwer. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kam die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Ein Stern? Soldat erwachen. Derselbe Soldat. Und wieder erwähnt er die Oni. Sind das vielleicht die Dinger, die ich im Kloster gesehen habe? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall interessant. Du bückst dich mal ganz schnell wieder, genau. Und dann würde ich sagen, an dieser spannenden Stelle mache ich einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von Tomb Raider. Bis dann.